Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Hommage-Filmreihe für und mit Rudolf Thomé. An der Stelle schon mal einen großen Applaus. Schön, dass er den Weg hierher gefunden hat. Gleich rufe ich ihn auch auf die Bühne. Bleiben Sie erst noch sitzen. Das war nur schon mal ein Vorab-Applaus. Ja, der Anlass für diese Reihe ist ein wirklich schöner, muss ich dazu sagen. Das Deutsche Filminstitut durfte die Sammlungen von Rudolf Thomé übernehmen. Diese werden seit einigen Monaten nun in unseren Archiven aufgearbeitet. Hans-Peter Reichmann ist auch hier, der sich damit sehr beschäftigt. Und ja, im Mittelpunkt stehen selbstverständlich die Filme dieses Regisseurs, der auf ein außergewöhnliches Werk zurückblicken kann. Vielleicht noch zu seiner Person. Gebürtig stammt er aus Hessen, genauer gesagt aus Wallau an der Lahn, einem Stadtteil der mittelhessischen Stadt Biedenkopf. Und ja, hat dann studiert in München und Bonn, wird dort in den frühen 60er Jahren Filmkritiker. Und schon bald, 1964, drehte er seinen ersten Kurzfilm. Ein Jahr später dann die Gründung einer Produktionsfirma namens Alexandra Film mit zwei prominenten Mitstreitern. Max Zielmann und Klaus Lemke waren die beiden an seiner Seite. Zusammen werden sie auch die Münchner Gruppe heute genannt. Und ja, 1968 dann der erste Langfilm. Detektive, den wir diese Woche schon sehen konnten, mit Uli Lommel, Uschi Obermeier, Marquard Bohm und Iris Berben in den Hauptrollen. Es folgte Rote Sonne, der Symbolfilm einer ganzen Generation, wieder mit Uschi Obermeier und anschließend 1971 der Kultfilm Supergirl mit Bohm und Berben, den wir nachher um 20.15 Uhr zu sehen bekommen. Und ja, warum erzähle ich direkt von diesen drei Filmen? Ja, direkt die ersten drei waren alles Meisterwerke. So kann man die heute einschätzen. Und so ist es auch kein Wunder, dass Rudolf Thomé bis heute als einer der international geachtetsten deutschen Filmemacher bezeichnet wird. Die Cahiers du Cinéma haben ihn 1980 als, Zitat, den wichtigsten unbekannten deutschen Regisseur bezeichnet. Und die Welt sagte, der größte Regisseur, den keiner kennt. Wir sind froh, dass wir sie kennen. Und sie haben ja bis vor wenigen Jahren nahezu jährlich einen Film herausgebracht. Ganz, ganz viele tolle Filme sind entstanden. Und immer das Verhältnis von Mann und Frau umkreisend, ironisch und spielerisch aktuelle Lebensverhältnisse beschreibend. Und Rudolf Thomé ist ein Mann der Farben. Als wir die Ausstellung Rot im Film hier bei uns im Haus hatten, wurde ich gefragt, ja, wir haben ganz viele internationale Filmemacher, welcher deutsche Filmemacher steht denn für die Farbe Rot? Und da fiel es mir ganz leicht zu sagen, natürlich Rudolf Thomé, wer sonst? Und das nicht nur, weil es in seinen Filmtiteln bereits steckt, das fängt mit Rote Sonne an und geht dann bis zu Das rote Zimmer 2010 weiter, mein persönlicher Lieblings-Thomé, muss ich dazu sagen, ein Film über einen Kussforscher, der in eine Ménage à trois gerät, ein ganz wunderbarer Film. Auch den gibt es in diesem Monat noch zu sehen. Ja, sein Werk umfasst 30 abendfüllende Regiearbeiten. Einige davon zeigen wir in diesem Monat. Und ja, zunächst Sie. Ach, ich habe nachgezählt, es sind aber 30, dachte ich. Okay, 28. Trotzdem, wir freuen uns, dass wir davon heute Serpil Turhans Dokumentarfilm sehen können. Das ist ja gar nicht Ihre Regiearbeit, sondern da sind Sie die Hauptfigur, denn es ist ein Film über Sie. Serpil Turhan, muss man dazu sagen, ist eine Ihrer Darstellerinnen. Sie hat in Rot und Blau mitgespielt 2003, Frau fährt, Mann schläft 2004 und Rauchzeichen 2006. Auch den gibt es dann zu sehen. Und wir kriegen Einblicke in Ihren persönlichen Alltag, in das Leben auf einem Bauernhof in Nien. Und ja, von dort aus bloggt Rudolf Thomé. Er führt ein digitales Tagebuch, wenn er nicht seine Autobiografie schreibt, was er gerade tut. Und wenn man so eintaucht in seine Tagebücher mit diesen kurzen Texten, diesen Bildern, alle so ein bisschen geprägt von Melancholie und zugleich herrlicher Alltäglichkeit, dann fühlen wir Stadtkinder uns immer so ein bisschen wie im Urlaub. Moana.de kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Schreiben Sie sich's auf moana.de. Klicken Sie drauf, es lohnt sich. Und der aktuellste Eintrag lautet: Auf der Heimfahrt nach Hause sehe ich seit langer Zeit wieder einmal das Brandenburger Tor. In 3 Stunden fahre ich mit dem Zug zum Deutschen Filmmuseum nach Frankfurt. Dort mache ich Publikumsgespräche zu Serpil Turhans Filmen über mich, zu Galaxis und zu Supergirl. Darauf freuen wir uns sehr. Bitte begrüßen Sie Rudolf Thomé. Können wir tauschen, weil ich höre nur auf dem Ohr. Selbstverständlich. Okay.
Wir machen alles möglich. Ja, wie war das denn? Jetzt ist Ihr Archiv nicht mehr bei Ihnen, sondern bei uns. Naja, der größte Teil ist bei Ihnen. Ja. Aber bestimmt noch ein weiteres Drittel ist bei mir. Okay. Weil ich habe viele Dinge nicht gefunden und finde sie immer wieder so langsam irgendwas. Ich meine, als Erklärung, ich habe eine relativ große Wohnung in Berlin, in Kreuzberg, die schon in vielen Filmrollen gespielt hat. Und weil die Wohnung halt sehr groß ist, ist da auch alles immer wieder etwas, was ich finde. Und einen 100-mal größeren Bauernhof mit vielen Schalen, Schuppen und auf zwei Etagen, ja. Und da ist auch immer wieder, da habt ihr die meisten Sachen mit weggeholt, ja, soweit ich sie gefunden habe. Aber ich finde immer wieder neue Sachen, ja, die eigentlich wichtig wären, ja. Und wie kann man sich das denn vorstellen? Ich meine, das ist über ein halbes Jahrhundert schaffen, dass Sie da zusammengehäuft haben. Haben Sie das vorsortiert? Also einfach mal für uns Laien, die wir hier sitzen? Nee, natürlich nicht. Ich meine, wenn ich einen Film gedreht habe, dann haben die einzelnen Abteilungen, da sind Dinge angefallen, Ausstattung, Kostüme und ich habe denen dann gesagt, okay, also dann schafft sie bei mir auf dem Bauernhof. Dann nehmen sie einen LKW und dann wird es dann ausgeladen. Ja. Und so sieht es da auch aus. Wir werden das auch gleich sehen ein bisschen im Film, denn da beklagen Sie sich noch darüber, dass eben noch kein Archiv sich dafür interessiert ich? Habe. Nein. Ja, doch, werden wir gleich hören. Habe ich das gesagt? Ich glaube schon. Naja, aber das Besondere ist, glaube ich, halt auch, im Gegensatz zu vielen anderen Filmemachern, Sie waren meist Ihr eigener Produzent. Das heißt, Sie haben die Rechte an Ihren Filmen und allem, was dazugehört und konnten dadurch auch bis heute darauf zugreifen. Ist das etwas, was Ihnen von Anfang an wichtig war oder hat sich das mit der Zeit so entwickelt? Nein, das war mir von Anfang an, Entschuldigung, ich habe jetzt zu viel Wein getrunken, ganz schnell. Das war mir von Anfang an wichtig, weil ich habe Fritz Lang erlebt, mit dem der Produzent meines ersten Films, Detektive, mit dem hat er Filme produziert. Und seine Filme liefen im Fernsehen, er bekam nichts, ja. Und dann habe ich halt gelesen über Charlie Chaplin, der hatte von all seinen Filmen auch die Rechte behalten und machte einen großen Deal irgendwann in 60er, 70er, 80er Jahren mit einem damals großen deutschen, größten deutschen, Tobis. Tobis war es. Der hat ein Geschäft mit Tobis gemacht, ganz viel Geld bekommen. Und Tobis konnte dann, weiß ich nicht, 5 Jahre lang oder 10 Jahre die Filme zeigen, ans Fernsehen verkaufen und so. Und ich habe gelernt, wenn du Filme machst, ist das Wichtigste, dass du die Rechte hast. Später. Und davon lebe ich heute. Ich mache ja keine Filme mehr. Meine Rente ist, glaube ich, 400 Euro oder so. Nein, 260 Euro, ja. Und ja, und ohne Filme, ja, meine Miete ist sehr billig, die in Berlin, ja, aber und Bauernhof gehört mir. Meine Kinder sind noch nicht so groß, dass sie mir Geld geben könnten, sondern eher ich ihnen. Und ich lebe davon, dass das Fernsehen meine Filme zeigt und ich kriege dann von diesen, so wie die GEMA, die kennt ja jeder, ja, so gibt es halt VG Bild Kunst und VG Wort und bei jeder Ausstrahlung kriege ich Geld von denen, ja. Oft sehr, sehr viel später, manchmal dauert es sogar 10 Jahre. Mhm. Ja, aber es kommt immer irgendwie was, ja, und plötzlich sind da wieder 2000 oder so, ja, nicht? Und ja, manchmal sind es auch größere Summen, sehr große sogar.
in letzter Zeit. Jetzt im Film, Sie haben auch gerade von Ihren Kindern gesprochen, werden wir Ihre Tochter Joya sehen. Sie ist auch eine Regisseurin heute. Sie hat gerade beim Lucas Festival hier ihr Regiedebüt präsentiert. Haben Sie ihr auch geraten, dass sie selbst produzieren soll? Und ist das heute noch so möglich? Oder ist das etwas, was sich heute quasi komplett in eine andere Richtung entwickelt hat? Weiß ich nicht. Ich meine, sie hat halt bei mir erlebt, sie hat ja auch in den Filmen mit Hannelore Elsner meistens gespielt, so wie Serpil Tuan, war irgendwie die Tochter oder so von irgendwem in den Filmen, meistens von Hannelore. Und sie hat halt miterlebt, dass ich jedes Jahr einen Film drehen konnte. Ja? Ich bekam das Geld und ich konnte einen Film drehen. Aber das war halt ganz einfach, weil das Geld kam von dem Chef der Degeto, dem damaligen Chef der Degeto, Wolfgang Jurgan. Und als der von der Degeto entlassen wurde, war bei mir Schluss. Weil ich habe noch, glaube ich, 3 Drehbücher geschrieben und der Film von Serpil Tuan, das ist eben das letzte Drehbuch, das ich geschrieben habe. Und das habe ich auch eingereicht. Aber die neue Chefin der Degeto, die Tochter von Herrn Schäuble, die konnte ich nicht mal ans Telefon kriegen. Ja. Und eine Redakteurin, die das dann halt gelesen hat, hat das so kommentiert, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt das geht nicht mehr. Ja. Vorbei. Filmkritiker Rüdiger Suchsland sagte, das sei quasi der letzte große Skandal, dass der Kommerz über das intellektuelle, intelligente Kino gewonnen habe. Naja, die haben ja jetzt die Degeto etwas umgekrempelt und senden am Freitag nicht mehr diese damals schrecklichen Degeto-Süßigkeiten-Filme. Und ich galt ja quasi als das... Wie nennt sich das? Oh Gott, im Paradies, was die da vor sich halten. Ein Feigenblatt. Ich galt ja als, meine Filme galten als das Feigenblatt der Degeto. Haben die Kritiker geschrieben. Interessant. Also wir werden darüber nachher, glaube ich, auch nochmal weiterreden. Vielleicht noch vorweg, Serpil Tuğhan ist jetzt die Regisseurin bei diesem Dokumentarfilm über Sie. Man wird sie auch ein paar Mal sehen. Können Sie vielleicht noch zu ihr sagen, was zeichnet diese Schauspielerin für Sie aus? Sie haben sie ja immerhin 3-mal in größeren Rollen besetzt. Also einige deutsche Kritiker haben gesagt, in den Filmen, wo sie bei mir gespielt hat, sie müsste erstmal einen Sprechunterricht machen. Und ich hatte sie in Filmen von türkischer Regisseur. Ach so, Aslan. Thomas Aslan gesehen, ja. Und habe sie auch bei einer Retrospektive von 3 Filmen von mir und allen Filmen von Thomas Aslan in Würzburg auf einem Festival kennengelernt und wir saßen dann halt abends zusammen, haben Wein getrunken und wir mochten uns, ja, wir haben uns gut verstanden. Ich habe gesagt, ich möchte mit dir einen Film machen. Und das war dann Rot und Blau. Läuft der auch? Nee, Rauch. Falsch. Rauchzeichen läuft. Ja gut, okay. Das war dann Rot und Blau und da ist sie die Tochter eines türkischen Teppichhändlers und die Tochter von Hannelore Elsner. Und ich hatte ihr gesagt, in Würzburg, ich will mit ihr einen Film machen. Und Hannelore Elsner hatte ich ein Jahr vorher in Rom bei einer deutschen Woche, hatte ich Hannelore Elsner kennengelernt. Ich kannte sie vorher nicht. Also, nicht persönlich, ja, ich habe sie nie gesehen. Ja, ich habe sie in Filmen gesehen, aber nicht persönlich. Und da hat sie mich gefragt, warum hast du noch nie einen Film mit mir gemacht? Und dann habe ich gesagt, du bist ein Star, du bist zu teuer, ich mache ganz billige Filme. Ich kann dich nicht bezahlen. Da hat sie gesagt, für dich würde ich auch umsonst spielen. Wow. Das wurden dann 5 Filme. Ja. Mhm.
Auch eine Frankfurterin. Und der Film war dann halt das, was ich quasi, der Sapil, habe ich gesagt, ich will mit ihr einen Film machen, Hannelore wollte ich auch haben, ja, und so habe ich die beiden zusammengebracht. Und das wurde dann Rot und Blau. Genau. Und jetzt sehen wir Sie, Sapil, als Regisseurin und Sie also, in ja, der Haupt- das wollte ich ja eigentlich sagen, ich komme immer ins Quatschen, das ist schrecklich. Ja. Nein, das ist wunderbar. Also Sapil stand mir, sie war auch bei zwei Filmen Assistentin und bei einem Film nur noch, weil sie selbst Filme machen wollte, nur noch, hat sie nur noch das Casting gemacht, ja. Weil ich mache Casting ungern alleine mit so jungen Frauen, das ist ja als Mann in meinem Alter nicht ganz so unproblematisch, ja. Und wie man ja jetzt mit diesem Produzenten in Hollywood. Und also ich habe das gerne mit Sapil gemacht und wir haben dann hinterher darüber gesprochen. Ja. Mhm. Und auch erst nach, am nächsten Tag nach einem gemeinsamen Gespräch entschieden. Also wir waren einfach unglaublich vertraut. Und das Wichtigste bei Sapils Film war, ich habe ihr blind vertraut, die konnte machen, was sie wollte, ja. Mhm. Ich habe alles gemacht, ja. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Okay. Vielen Dank schon mal, Rudolf Thomé, und wir sehen überall Blumen. Nachher sehen wir uns im Gespräch. Ja, nochmal großen Applaus. Rudolf Thomé, überall Blumen. Kommen Sie zu uns nach vorne. Überall Blumen. Hieß es, dieser Film. Schauen Sie sich denn gerne zu beim Spielen? Nee. Warum? Weiß ich nicht. Ich hätte gerne jemand gehabt, der meine Haare macht, jemand, der nach meinem Kostüm guckt, finde, was ich da trage, grauenhaft. Und bis auf das Südseehemd. Das ist okay. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Aber wahrscheinlich wollte ich mich. Ich meine, ich habe ja nun gespielt. Ja, eben. Ja, ja, und ich wollte wahrscheinlich mich nicht positiv darstellen. Ja. Als Bestrafung? Also, nicht Bestrafung. Ich habe einfach darstellen wollen, das ist mir wirklich absolut egal. Ja. Mhm. Ich kümmere mich nicht darum, nach außen positiv zu wirken, was ja normalerweise alle Schauspieler wollen. Ja. Mhm. Also ich war also bewusst kein Schauspieler. Mhm. Ist das irgendwann mal weggegangen? Ich meine, Sie sind ja der absolute Profi, also aber man sagt ja immer, im Dokumentarfilm vergisst man irgendwann, dass die Kamera da ist. Ist Ihnen das auch so ergangen oder gar nicht? Das heißt, also bei diesem Film, ja, ich habe es immer genommen, weil auch, ich wusste ja nie, es gab ja kein Konzept oder so. Mhm. Ich habe halt das gemacht, was ich sonst immer auch tue. Und dann habe ich halt das gemacht und Sapil hat gesagt, warte, das will ich filmen. Ja? Ja. Und dann musste ich dann eine halbe Stunde warten, bis es soweit war. Nicht? Das war dann auch anstrengend, ja, weil wenn ich was tun will, will ich es sofort tun und nicht eine halbe Stunde warten, bis der Bill soweit ist. Also er hat ja alles alleine gemacht, ja. Ist Ungeduld eine Tugend, wenn man das hört? Nein, das hat ja nun mein Sohn im Film gesagt, ja, dass ich auch beim Filmdrehen ungeduldig bin. Aber wie geht das denn? Weil beim Spielfilm ist es ja noch viel länger, wo man warten muss, bis etwas umgebaut ist, bis das Licht soweit eingerichtet ist, Maske, Kostüm, alles Mögliche. Wie haben Sie das ausgedacht? Ja, gut, aber ich meine, ich weiß halt, wie lange Dinge dauern. Ja? Und jeder Mitarbeiter ist ja auch verschieden. Ja. Martin Schäfer, mein absoluter Lieblingskameramann, war auch nicht einer der schnellsten. Ja. Er hat manchmal endlos lange Sachen gebaut.
hat es geliebt, mit Spiegeln zu arbeiten, ja, und bis die dann alle so eingerichtet waren, ja. Also er hat immer auch so kleine Spiegel gehabt, die dann irgendwie, ich glaube, sein Meisterwerk, was Lichtkunst angeht, ist System ohne Schatten. Ich glaube, der läuft hier nicht, oder? Auch nicht. Na gut. <Ja. lacht> Aber haben Sie sich viel in die Kameraarbeit eingemischt? Also sowohl bei Martin Schäfer als auch jetzt hier? Nicht. Gar nicht. Das ist, hat Sie nicht interessiert? Oder nicht? Ja, die Kamera hat mich nicht interessiert. Na gut, ich meine, bei den meisten Kameraleuten wusste ich, wie sie arbeiten und was rauskommt. Außerdem sehe ich sie ja in den Mustern. Ja? Mhm. Und wenn, ich meine, die meisten Leute reagieren, wenn die Muster schön sind, denken sie, das wird ein toller Film. Und ich habe gedacht, so schöne Muster, sie machen keinen schönen Film. Nicht, schöne Muster ist eher schädlich. Mich haben nicht nicht wirklich, also primär für mich waren nicht die Bilder wichtig, sondern wirklich nur die Schauspieler. Und ich habe mich nur auf die Schauspieler konzentriert. Und die wussten das und haben es gespürt, haben meine Präsenz, meine Aufmerksamkeit wahrgenommen und das hat sie entweder beflügelt oder nicht. Gab es auch. Ich glaube, da können wir später auch nochmal drauf zurückkommen, wenn wir dann Supergirl sehen. Haben Sie Fragen zu diesem Film Überall Blumen? Etwas, was noch nicht beantwortet ist. Ich komme gerade mit dem Mikro kurz zu dir, liebe Margot. Ich wollte als erstes sagen, vielen Dank, dass Sie uns so nah an sich rankommen ließen. Ich finde es sehr mutig, sich so, für mich war es wie nackt vor der Kamera zu zeigen. Sie haben ja eben ein bisschen betont, ja, Sie haben ein bisschen betont, Sie wollten auch nicht bewusst positiv sich darstellen, aber ich finde das sehr mutig. Und das andere, man kann ja nicht sagen, dass viel passiert in diesem Film und dennoch hat er mich gefangen genommen von Anfang bis zum Ende. Also noch einmal vielen Dank für diese Nähe, die Sie zugelassen haben. Danke. Aber das war, ging an, ich meine, das war das spezielle Verhältnis von mir zu Serpil Tuhan, dieses totale Vertrauen, ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass dieser Film dann Premiere auf der Berlinale feiert. Also wo man ja denkt, das ist ein so intimer, kleiner, berührender Film. Und dann diese große Bühne. Waren Sie damals dabei? Auf der Berlinale, klar. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Wow. Ich habe auch gesagt, ich will ihn nicht angucken vorher. Ja? Ich lasse dich den machen und guck ihn dann, ich sitze neben dir bei der Berlinale und wir gucken. Ja. Und die Leute, das Publikum hat mich gefragt, wie es mir denn jetzt gefallen hat. Ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen. Ja. Und also ich fand den Anfang, obwohl ich da so erschütternd schaurig aussehe in dem Badezimmer, denn der Anfang hat mir gefallen, auch weil die Leute viel gelacht haben. Ja? Das Publikum hat wahnsinnig stark reagiert. Da hat viel gelacht und das, wenn Leute über mich lachen, finde ich es immer gut. Ja? Und das ließ dann in der zweiten Hälfte nach. Das ging mir auch jetzt so, jetzt bei der Vorführung. Dachte ich, naja, bisschen lang. Aber andererseits wusste ich, was alles gedreht worden ist. Habe viele Dinge vermisst, die total komisch waren und lustig und die nicht drin waren. Und ich habe dann zum Publikum gesagt, ich hätte es gerne komischer gehabt. Das ist aber auch interessant. Das heißt, Sie hätten gerne dieses Werk über sich als eine Art Komödie gesehen sogar? Oder würden Sie so weit gehen? Also ich mag es einfach, ich meine so im Leben,
mit einer Frau, verhalte ich mich halt so, wie ich bin. Ja? Und wenn die Frau das dann lustig findet und lacht, gefällt mir das total. Und wenn ich also gefilmt werde und das Publikum lacht, bin ich auch glücklich. Mhm. Also ich also vor allen Dingen in meiner letzten Beziehung, da hatte ich das Gefühl, ich bin da, um diese Frau zu unterhalten, ihr Spaß zu machen. Der Regisseur. Also die lachte immer wieder, ja, nicht. Passiert gerade auch wieder mal. Und das gefällt mir. Dann fühle ich mich wohl und ja, und bei diesem Film war es eben in der ersten Hälfte auf der Berlinale und in der zweiten Hälfte nicht mehr. Gibt es noch weitere Fragen oder auch Kommentare, wie es Ihnen gefallen hat? Trauen Sie sich, wenn Sie es interessiert. Weil die Autobiografie, die hier angesprochen wird, die ist ja tatsächlich im Gange. Also da schreiben Sie dran, haben Sie mir ja, ich schreibe, beraten. Ich hatte vorher in meinem Blog vorab, das habe ich Autobiografie-Notizen genannt, da habe ich eben die Dinge, die in meinen Terminkalendern, ich glaube seit 67, 68 habe ich Terminkalender, wo aber das ist kein Tagebuch, sondern wo ich halt schreibe, jetzt habe ich den angerufen oder die angerufen oder jetzt habe ich das gemacht. Also Dinge, die ich getan habe. Und die hat jetzt hier bis 2005 oder so alle das Deutsche Filmmuseum mitgenommen, als sie meine Unterlagen geholt haben. Und damit die möglichst viele davon schon gekriegt haben, habe ich eben Autobiografie-Notizen genannt und da halt die Dinge aus den Terminkalendern verarbeitet, damit die weggehen konnten. Und das war aber war innerhalb meines Blogs und konnte ja jeder lesen, ja. Das, was ich jetzt schreibe, können 4 Leute lesen, die ich ausgesucht habe. Und das ist halt auch viel weitgehender, ausführlicher, durchaus auch intimer. Und was dann dann wirklich veröffentlicht wird, das wird dann am Ende, wenn ich fertig bin, eine Diskussion sein. Und ein sehr enger Freund von mir, der Karl-Heinz Oblustil, der viele Filmkritiken geschrieben hat über meine Filme und der mit seiner Frau zu vielen Filmen Interviews mit mir gemacht hat, also für die Pressehefte. Die Interviews sind alle noch im Internet drin. Und der hatte die Idee, weil ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ja? Ich kann doch nicht das in einem Rutsch schreiben. Ja? Und der hatte dann die Idee, dass ich einfach jeden Tag das, was ich halt hinkriege, schreibe. Und er nannte das Lieferungen. Und jetzt bin ich bei der 354. Lieferung. Ich habe im Oktober, hier und jetzt die letzten Tage und auch hier, weil ich morgen ja schon wieder woanders bin, in St. Ingbert bei Saarbrücken, da schreibe ich gar nichts. Und die Woche vorher war meine Familie bei mir auf dem Bauernhof, da habe ich auch gesagt, ich schreibe nichts, weil ich brauche dann schon 4-5 Stunden dafür. Und außerdem schreibe ich den 4 Lesern und Leserinnen, 3 Leserinnen und 1 Leser, alle so mehr oder weniger in meinem Alter, fast alle. Und
Die kommentieren das, ja, und auf die Kommentare reagiere ich natürlich und ich merke, was die interessiert. Also ich schreibe nicht für ein allgemeines Publikum, sondern was ich generell filmhistorisch wichtig finde, ist eh klar. Aber auch sonst gehe ich auf deren spezielle Interessen ein. Also wenn da, sagen wir mal, eine Leserin ein besonderes Faible für irgendeine Frau, die da auftaucht, entwickelt, ja, versuche ich von dem ausführlicher zu erzählen. Weil es ist halt wirklich halt, es ist halt ein Leben mit Filmen und Frauen. Ich hätte noch eine Frage, hier hinten. Ja. Hallo. Vielen Dank erstmal für den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Ich höre nur mit einem Ohr und gar nicht mehr so gut. Ich versuche laut zu sprechen. Also, okay, vielen Dank für den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Mich würde noch interessieren, woher kam denn der Impuls, die Tagebücher online zu stellen? Ging das einher, als Sie keine Filme mehr gemacht haben? Das ja, ist ja Moment, eine, das ja. gibt es doch schon seit 2000. Also was war die Entscheidung, die Tagebücher online zu stellen, und schreiben Sie auch noch ein Tagebuch, was nicht online geht? Das ist ja eine sehr eigenartige Mischung, so was Intimes mit der Welt. Ja, ich schreibe keine zwei Tagebücher, das schaffe ich nicht. Nein, das ist, meine Webseite ist von 1998. Die alte Webseite gibt es seit 1998. Und die habe ich ganz alleine designt. Das kann man auch, es gibt einen Link auf das, was ich damals gemacht habe. Und dann hat meine Grafikerin, die sehr viele Plakate gestaltet hat, mir den Vorschlag gemacht, also erstens mal meine Website professioneller zu machen. Und das ist auch noch, das Design ist gleich geblieben, all die Jahre bis jetzt. Und hat gesagt, warum schreibst du dein nächstes Drehbuch, das war dann Paradiso in 1999, warum schreibst du das nicht online? Dann habe ich gesagt, no. Ich habe früher Kritiken geschrieben. Das war ja auch öffentlich dann. Und habe es halt probiert. Ja. Geguckt, wie sich das für mich anfühlt. Ja. Und ob mir das hilft oder ob es mir eher schadet. Und von dem Zeitpunkt an konnte, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig erzähle. Also es gibt ja ein Schreibtagebuch, wo ich das Drehbuch schreibe. Die Methode ist 10 Tage handschriftliche Notizen, das sieht man hier sehr ausführlich. Und am 28. Tag ist das Drehbuch fertig. Und da konnte jeder lesen und konnte kommentieren. Ja, nicht? Und das war manchmal auch sehr ungemütlich für mich, wenn die Leute das nicht mochten, was ich geschrieben habe. Ja. Und dann habe ich ein Drehtagebuch gemacht. Und das Prinzip davon war, dass ich von jeder Einstellung des Films, die gedreht wurde, ein Bild in dieses Drehtagebuch gestellt habe. Das Wort Blog gab es damals noch gar nicht. Und das ist wiederum natürlich für die Finanziers wichtig gewesen, weil die gesehen haben, was ich tue. Und es war aber auch wichtig für das Team. Die haben natürlich alle meinen Blog geguckt, dann jeden Abend, ja, oder am nächsten Morgen. Und für mich letzten Endes war das eine Möglichkeit, über das Drehtagebuch die Arbeit mit den Schauspielern und mit dem Team zu beeinflussen. Ja. Also quasi Regie führen per Blog.
Also auch da schon ein Pionier des Digitalen, wie damals auch ein Pionier in den 60ern schon. Das sind wahnsinnig spannende Einblicke. Ich empfehle Ihnen wirklich mal auf moana.de zu gucken, weil das komplette Archiv ist ja da. Also man kann sich auch mit ein paar Klicks wirklich ein paar Jahre zurück bewegen in die Welt von Rudolf Thomé. Wir sagen schon mal danke für den ersten Teil des heutigen Abends. Großen Applaus, Rudolf Thomé, überall Blumen. Danke für die Einblicke.